Außenbereichen unseres Planetensystems umkreist in 248 Erdenjahren ein Objekt, unsere Sonne, das über 75 Jahre lang den Status des 9. klassischen Planeten innehatte, Pluto. Eine geheimnisvolle Welt, von der wir bisher nur sehr wenig wissen, denn Pluto wurde als einziger der 9 klassischen Planeten bisher noch niemals von einer Raumsonde besucht. Doch nun erreicht die NASA-Sonde New Horizons erstmals diesen Außenposten unserer kosmischen Heimat und wird im wahrsten Sinne des Wortes unser Bild dieses inzwischen als Zwergplaneten definierten Objekts revolutionieren. Denn all die Bilder, die Sie eben gesehen haben, diese scheinbar hochaufgelösten Bilder, sind reine Fiktion, reine künstlerische Darstellung. Und das liegt daran, dass man Pluto so schwer beobachten kann und bisher noch keine Raumsonde dort war. Das, was Sie gesehen haben, basiert natürlich schon auf dem leider sehr, sehr spärlichen Wissen, was man bisher seit 1930, seitdem der Pluto entdeckt wurde, erarbeitet hat. Aber Genaues weiß man nicht. Das ändert sich aber jetzt. Und wir von den Astroviews stimmen Sie heute darauf ein. Und damit herzlich willkommen zu den Astroviews von Sterne und Weltraum, wo wir heute über ein weiteres Highlight in der Erforschung des Sonnensystems berichten. Denn am 14. Juli erreicht die NASA-Sonde New Horizons endlich Pluto und die Spannung steigt und steigt. Tja, im Moment geht es wirklich Schlag auf Schlag. Denken Sie einfach mal ein paar Monate zurück. Da erreichte Rosetta mit dem Lander Philae den Kometen Churyumov-Gerasimenko und diese Mission, sensationell, die bleibt auch nach wie vor spannend. Denn inzwischen spekulieren sogar einige Wissenschaftler darüber, ob die seltsamen Strukturen, die man auf der Oberfläche des Kometen gesehen hat, ja, ob die vielleicht sogar auf biologische Aktivität, also Mikroorganismen oder so, zurückzuführen sind. Da bleibt spannend. Dann gibt es noch die Mission Dawn, die den Zwergplaneten Ceres im Asteroidengürtel erreicht hat und da auch fantastische Bilder liefert über Strukturen auf der Oberfläche, die man sich im Moment auch noch nicht so richtig erklären kann. Und nun zum dritten New Horizons bei Pluto. Und die ersten Bilder, die Sie hier sehen, zeigen schon wesentlich mehr Details als alles, was man seit 1930, seit der Entdeckung von Pluto, jemals gehabt hat. Das wird also eine ganz spannende Aktion und mehr zu diesen Bildern und auch noch ein paar anderen später. Und da werde ich auch mit einem Experten sprechen über die Pluto-Mission. Aber zunächst mal ein kleiner Rückblick auf die Entdeckungsgeschichte von Pluto. Schon seit die ersten Menschen den Himmel betrachtet haben, dürften 6 Planeten bekannt gewesen sein. Neben der Erde selbst auch die innerhalb der Erdbahn die Sonne umkreisenden Planeten Merkur und Venus, sowie die weiter außen umlaufenden Planeten Mars, Jupiter und Saturn. Denn diese erscheinen am Himmel als sehr helle Objekte und unterscheiden sich zudem durch ihre auffällige Bewegung von den, natürlich nur aufgrund ihrer riesigen Entfernung, scheinbar unbeweglichen Sternen. Erst mit dem Einsatz von Teleskopen nach 1609 wurden erste Details erkennbar. Und so entdeckte Galilei zum Beispiel an den Phasen der Venus definitiv, dass Planeten, wie auch unser Mond, nur durch reflektiertes Sonnenlicht leuchten oder, wie bei Jupiter, auch andere Planeten Monde haben können. Kepler beschrieb erstmals durch seine berühmten Gesetze ihre Ellipsenbahnen. Und Newton gab mit seinem Gravitationsgesetz die erste physikalische Deutung dafür, warum sich die Planeten so bewegen, wie wir es beobachten. Es dauerte bis zum Jahr 1781, bis der 7. Planet des Sonnensystems von Friedrich Wilhelm Herschel entdeckt wurde. Uranus bewegt sich in 84 Jahren außerhalb des Saturns einmal um die Sonne. Abweichungen zu den vorausberechneten Bahnwerten ließen jedoch den Einfluss eines weiteren, noch unbekannten Planeten vermuten. Und tatsächlich konnte Johann Gottfried Galle 1846 an der Berliner Sternwarte dann Neptun entdecken, nachdem er an den von Aubin Le Verrier vorausberechneten Koordinaten gesucht hatte. Ein Triumph der theoretischen Himmelsmechanik.
Erst am 18. Februar 1930 wurde dann durch Clyde Tombaugh am Lovell Observatorium in Arizona ein Objekt entdeckt, welches jenseits von Neptun die Sonne umrundet. Dieser schließlich bis zum Jahr 2006 als neunter Planet Pluto geführte Himmelskörper zeigte sich als äußerst lichtschwach und war mit anfangs geschätzten 6000 Kilometern Durchmesser offenbar sehr klein. Der heute genau bekannte Wert liegt mit 2310 Kilometern sogar noch deutlich darunter. Pluto umkreist die Sonne in 248 Jahren auf einer zudem deutlich elliptischen und gegenüber den anderen Planeten auffällig geneigten Bahn. Er ist im Mittel etwa 40 Mal weiter von der Sonne entfernt als die Erde. Dies entspricht knapp 6 Milliarden Kilometern. Versuchen wir Pluto mal ein wenig im Sonnensystem einzuordnen. Da haben wir zunächst die erdähnlichen Planeten nahe der Sonne, Merkur, Venus, Erde und Mars, mit einer typischerweise festen Oberfläche, einer mehr oder weniger dichten Atmosphäre und von relativ geringer Größe. Ja, und dann folgen nach dem Asteroidengürtel die sogenannten Gasriesen, also Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Allesamt sehr, sehr große Planeten, aber mit sehr wahrscheinlich einem nur sehr kleinen festen Kern. Im Wesentlichen sieht man die Atmosphäre. Und diese Planeten haben außerdem allesamt eine relativ große Anzahl von Monden, die ihrerseits wieder sehr interessant sind. Ja, und all die Aufnahmen, die Sie jetzt gesehen haben, sind wirklich echte Aufnahmen dieser Planeten, aufgenommen von Raumsonden, denn alle diese Planeten sind schon von Raumsonden besucht worden. Außerdem sind wir heute in der Lage, mit modernsten Großteleskopen und auch mit dem Hubble-Weltraumteleskop natürlich, gute bis sehr gute Aufnahmen von den Planeten zu machen. Und auf guten Hubble-Aufnahmen sind sogar durchaus brauchbare Details auf Aufnahmen des Neptun zu erkennen. Ja, und dann kommt Pluto und der sieht seit seiner Entdeckung 1930 eigentlich so aus wie auf diesem Bild hinter mir. Ein Punkt. Pluto ist der große weiße Fleck auf der Landkarte des Sonnensystems, wenn man die neun klassischen Planeten betrachtet, wo er ja dazugehört hat. Mittlerweile sind es nur noch acht, denn Pluto hat den Status als Planet aberkannt bekommen 2006. Auf das Thema kommen wir ja gleich noch. Und seit 1930 kennt man ihn, man weiß aber relativ wenig, denn es ist eine echte Herausforderung, Pluto zu beobachten. Pluto ist äußerst schwer zu beobachten, zumindest wenn es darum geht, irgendwelche Einzelheiten zu erkennen. Aber er verrät sich durch seine langsame Bewegung beim Vergleich zweier zeitlich versetzter Aufnahmen des gleichen Feldes. Heute gelingen solche Aufnahmen zwar recht leicht, bereits mit technisch gut ausgestatteten Amateurfernrohren und digitalen Aufnahmetechniken, doch er bleibt ein strukturloser Lichtpunkt. Auch mit den größten Teleskopen der Welt war dies bis vor kurzem nicht anders, denn sein scheinbarer Durchmesser entspricht dem einer 1-Euro-Münze in über 4 Kilometern Abstand. Erst 1978 bemerkte James Walter Christie vom US Naval Observatory auf Aufnahmen eine seltsame Ausbuchtung des Pluto-Bildes an der Auflösungsgrenze, die periodisch auftauchte. Dies war die Entdeckung des Pluto-Mondes Charon. Anfang der 90er Jahre war man dank des Hubble-Weltraumteleskops dann in der Lage, Pluto und Charon erstmals getrennt abzubilden. Und dank der sogenannten adaptiven Optik, mit der man die Störungen der Erdatmosphäre weitgehend korrigieren kann, gelingen inzwischen auch vom Erdboden aus hochaufgelöste Bilder. Zwischen 2005 und 2012 wurden so noch vier weitere Monde entdeckt. Styx, Nix, Kerberos und Hydra sind jedoch mit Durchmessern im Bereich einiger 10 Kilometer sehr klein. Charon hingegen ist mit etwa 1200 Kilometern Durchmesser recht groß, insbesondere im Verhältnis zum 2300 Kilometer großen Pluto, sodass man gerne auch von einem Doppelplaneten oder heute von einem Doppelzwergplaneten spricht. Von Plutos oder gar Charons Oberfläche ist jedoch auch mit heutigen Aufnahmetechniken so gut wie nichts nachweisbar. Diese Bilder zeigen das bis vor wenigen Wochen beste Material, gewonnen mit Hubble. Und nur mit speziellen Bildanalysemethoden gelang es, rein rechnerisch, einige schemenhafte, eher unsichere Strukturen zu entlocken.
Dies änderte sich in den vergangenen Tagen gewaltig mit der NASA-Sonde New Horizons und ihrer Annäherung an das Pluto-System nach fast 10-jähriger Reise. New Horizons startete am 19. Januar 2006 von Cape Canaveral in Florida. Kurioserweise galt Pluto zu diesem Zeitpunkt noch als Planet. Seit dem Jahr 2000 wurden jedoch viele Objekte in Pluto-ähnlicher oder höherer Entfernung von der Sonne entdeckt, mit teilweise sogar ähnlicher Größe wie Pluto. Dies ist einer der Gründe, warum die Internationale Astronomische Union im August 2006 beschloss, Pluto den Status eines Planeten abzuerkennen und stattdessen eine neue Kategorie der Zwergplaneten einzuführen. Schon lange vermutete man, dass es in den Außenbereichen des Sonnensystems eine Region gibt, die tausende kleine, aber auch größere, planetenähnliche Körper beherbergt. Dieser sogenannte Kuiper Belt bzw. Kuiper Gürtel ist ein Überbleibsel aus der Entstehungsphase des Sonnensystems vor etwa 5 Milliarden Jahren, wo sich in der Gas- und Staubscheibe um die Sonne nur weiter innen größere Planeten bilden konnten. Mit Pluto wurde damals offenbar das erste Kuiper Belt Objekt entdeckt und inzwischen findet man immer mehr. Doch was rechtfertigt genau die neue Definition der Planeten, denen Pluto quasi zum Opfer fiel? Wie erforscht New Horizons das Pluto-System? Und welche Geheimnisse werden vielleicht noch gelüftet? Ja, und genau diese Fragen möchte ich jetzt gerne mit einem Experten besprechen. Dr. Tilman Althaus ist Geologe und auch Redakteur von Sterne und Weltraum und kennt sich mit Planeten bestens aus. Hallo Tilman. Hallo Klaus. Kommen wir zunächst mal zu dieser doch sehr umstrittenen Definition der Planeten, dieser neuen Definition und dieser neuen Kategorie der Zwergplaneten. Warum ist Pluto kein klassischer Planet mehr? Ja, das liegt daran, dass eine Fülle von neuen Objekten am Rand des Sonnensystems entdeckt worden ist, die unsere Sonne jenseits der Umlaufbahn von Neptun umrunden. Und der musste die Internationale Astronomische Union, das oberste Entscheidungsgremium aller Fachastronomen weltweit, eine neue Definition im Bereich Planeten erlassen. Und da geht es um Folgendes. Ein Planet ist ein Himmelskörper, der ist annähernd rund. Er ist in der Lage, mit seiner Schwerkraft seine Bahn von kleineren Objekten freizuhalten und er ist kein Trabant eines noch größeren Himmelskörpers. Pluto ist mit seiner geringen Schwerkraft nicht in der Lage, seine Bahn freizuhalten, sondern befindet sich in einer Resonanz zum äußersten Planeten Neptun und ist ein wesentlich kleineres Objekt. Außerdem, und das war der eigentliche Sargnagel für Pluto als klassischer Planet, wurde im Jahr 2005 ein Objekt entdeckt, was annähernd die gleiche Größe wie Pluto hatte. Und das wies darauf hin, weil wir müssen das Sonnensystem neu strukturieren und neu klassifizieren. Wie verlief eigentlich die Reise zu Pluto und wie passiert die Sonde denn das Pluto-System? Ja, New Horizons hat immerhin 9,5 Jahre gebraucht, um in die Nähe von Pluto zu gelangen, obwohl sie sich derzeit mit einer Geschwindigkeit von 50.000 Kilometern pro Stunde bewegt. Aber das wäre noch länger gewesen, wenn sie nicht noch an Jupiter vorbeigeflogen wäre im Februar 2007. Dann hätte das noch mal 3 Jahre länger gedauert. Aber das bedeutet auch, mit dieser hohen Geschwindigkeit wird New Horizons regelrecht an Pluto vorbeiheizen. Mit 50.000 Kilometer pro Stunde, das ist schon sehr schnell. Und das ist dann ähnlich wie der Durchschuss einer Zielscheibe mit einer Kanonenkugel. Es ist unglaublich schnell, er muss innerhalb von wenigen Stunden das Allermeiste aufzeichnen und dann nach und nach langsam zur Erde funken.
Und das geht also, er nimmt viel mehr auf, als er in der kurzen Zeit zur Erde funken kann. Tatsächlich haben wir sogar gar keinen Kontakt mit New Horizons, wenn er am dichtesten an Pluto dran ist. Wie ist eigentlich New Horizons ausgestattet und wie funktioniert eigentlich die Kommunikation mit der Erde? Ja, New Horizons hat 7 verschiedene Instrumente, darunter sind 2 Kameras, aber es gibt auch noch Massenspektrometer an Bord und Instrumente, die Partikel und Felder im Umfeld von Pluto untersuchen. Und die Kommunikation geschieht mit einer großen Parabolschüssel, die Sonde dominiert. Aber die Kommunikationsgeschwindigkeit, die erinnert uns an die 1980er Jahre mit dem Beginn des Internets. Nämlich, wir haben eine Datenübertragungsrate im Maximum von 1024 Bit pro Sekunde, beziehungsweise 128 Byte. Das ist so wie damals das Telefonmodem mit Akustikkoppler. Also richtig klassisch, ganz langsam. Und ein Bild braucht dann über eine Stunde, bis es auf der Erde ist. Was zeigen denn nun die ersten Bilder? Gibt es schon Überraschungen? Ja, gibt es. Also Pluto zeigt sich jetzt schon als sehr vielgestaltiges Objekt mit sehr vielen hellen und dunklen Flecken auf der Oberfläche. Und auch sein größter Mond Charon hat uns schon überrascht. Er hat nämlich eine dunkle Polarkappe. Und die Forscher grübeln und wissen, haben keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Alle anderen Polarkappen waren bisher immer hell. Die ist pechschwarz. Also was das ist, das werden wir vielleicht in 2 Wochen etwa wissen. Wie viel besser werden eigentlich die Daten noch? Was erwartest du in den nächsten Tagen? Also in den nächsten Tagen wird das Bild von Pluto immer größer werden auf dem Bildschirm und immer schärfer. Und die allerbesten Bilder, die werden Objekte von der Größe von etwa 40 Metern zeigen. Also man kann etwa ein Fußballfeld auf Pluto erkennen. Auch das gleiche gilt für Charon. Das sind die allerbesten Bilder, aber sie zeigen natürlich nur einen kleinen Ausschnitt der Oberfläche. Aber es wird sehr spannend werden, wenn der Himmelskörper immer größer wird auf dem Bildschirm und immer schärfer. Und das steht uns jetzt unmittelbar bevor. Wie nah kommt denn die Sonde an Pluto und Charon heran? An Pluto selber kommt sie auf 12.500 Kilometer heran. Das ist ziemlich nah. Und an Charon etwa 29.000 Kilometer, also den größten Mond. Der Vorbeiflug ist ja nun jetzt schnell vorüber. Was passiert eigentlich danach? Erstmal muss sie dann erstmal die ganze Datenbeute zur Erde funken. Das wird einige Monate bzw. bis Ende nächsten Jahres dauern. Aber dann hat sie noch eine weitere Aufgabe. Denn sie soll noch ein kleines Kuipergürtelobjekt anfliegen, so ein Brocken von etwa 50 Kilometer Durchmesser. Und den wird sie so etwa im Jahr 2019 erreichen. Und bald müssen sich die Forscher dann auch entscheiden, zu welchem dieser Objekte sie fliegen können. Sie haben 2 zur Auswahl, die sie noch mit New Horizons erreichen können. Dann ganz herzlichen Dank für die Information. Bitte, gern geschehen. Noch mehr Details können Sie nachlesen in einem Artikel von Dr. Tillmann Althaus für Stern und Weltraum, und zwar im Juli-Heft. Und den Artikel können Sie auch unter der unten eingeblendeten Adresse im Internet kostenlos abrufen. Ja, das war sie, die neueste Folge der Astroviews zu einem hochspannenden, hochaktuellen Thema. Bleiben Sie uns treu, ich freue mich auf Sie beim nächsten Mal.